Leg dich nicht mit Milo an, denn er zeigt Ailo, was er kann. Er schießt die Vögel einfach so weg. Die Story von dem Spiel haut mich mal wieder um. Hey, Kinders! Was geht? Bei euch hab ich wieder ein Spiel bekommen. Hier geht's darum, ich bin so ein kleiner Penis hier. Und ich habe 3 Bongos gesammelt, glaube ich. Und ich muss irgendwas pflanzen. Hallo? Achso. Wow, ich habe was gepflanzt. Das ist ja wirklich extrem spannend. Also das ist ja wirklich wahnwitzig, wie das hier abgeht, oder? Ich komm nach Hause, schlag deine Frau, dann klau ich dein Auto. Hey, weil einfach die Musik sich verändert. Wie soll ich denn jetzt weiter singen? Das ist ja wirklich scheiße spannend. Es ist wirklich, also irgendwie... Fast hätte er gedacht, er kann mich hier irgendwie ausbaldowern, aber nett mit mir. Ich kaufe jetzt doch irgendwas. Ich hab noch mehr Karotten und einen Blaubeerbusch. Du hast eine kleine... Also irgendwie ist es ist für Frauen. Das ist halt was für Frauen, ne? Da haben sie einen kleinen Ailo Milo. Da sind rosa und gelb und blau ist auch noch da. Und ein fetter Vogel. Bam, 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 bam. Mehr, ich brauche mehr. Geh weg. Scheiß Vögel. Auf einmal ist irgendwie ein zweiter Ailo Milo da. Oh, die Musik. Ailo und Milo, ja, sie ficken die Vögel und danach legen sie noch ein paar Knödel hier hin auf den Boden. Ah, scheiße. Ich hab's nicht gespürt. Vor allem verändert sich die Musik einfach, wenn ich ja gerade Musik mache. Ich kann einen Apfelbaum... Das hatte ich jetzt aber nicht vor. Wie stellt ihr euch das jetzt vor mit der Apfelbaum? Da. Man kann die einfach hinten dran setzen. Ah, das, ihr seid mir wirklich ein lustiges Völkchen. Level 4. Fuck, du Vogel, nein, nein, nein. Alter, er meint auch gerade, er könnte mir jetzt hier einfach mal meinen Teppich kacken. Harter Analverkehr. Ja, das fällt dir überhaupt nicht schwer. Leg dich nicht mit Milo an, denn er zeigt Ailo, was er kann. Er schießt die Vögel einfach so weg. Die Story von dem Spiel haut mich mal wieder um. Achtung, folgende Geschichte. Ailo hat Milos Frau betrogen. 3-mal. Mit seiner Frau. Und dann, nochmal zu. Ailo, Milo. Was ist dem? Gewick oder was? Wer guckt? Oh, fuck! Die scheißen Eier aus, okay. Das sind bestimmt Mädchen. Hört das Geräusch? Achtung! So hört sich das an, wenn Hühner Eier legen. Da habe ich aber auch schon so manches Ei gelegt, nicht wahr? Ich pflanze jetzt noch ein paar Steckrüben, denn ich muss mich ein paar Steckrügen. Was ist mit dir los, du Fuchs? Achtung, Angriff! Ey, weißt du, die meinen einfach, sie können hier mein ganzes Konglomerat aus Früchten und Getreide. Getreide habe ich nicht, aber Früchte und Gemüse. Es gelüstet mir danach, meine Glock zu holen und danach Ailo und Milo mit dem Laufemarsch zu Basel, aber stimmt. Ey, ey, geh mal aus dem Weg. Nein. Nein, ich hab nein, wenn das ein Kind spielen würde. So wird ein Kind reagieren. Aber ein Erwachsener macht so. Boom! Bitch! Also hier ein Erwachsener, der halt Englisch kann. Es ist so spannend. Also dann vielen Dank fürs Zusehen, ja? Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie unterhalten. Gönnt euch mal noch eine Runde, Onanie. Und ja, Daumen nach oben geben auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid. Alle Daumen, die nicht nach oben vergeben wurden, stecken morgen in eurem Arsch drin. Na? Das sind natürlich riesige Daumen. Vibrierende große Daumen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschau!